Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf diesem Kanal. Ja, ich habe erstmal den Smoker wieder gangbar gemacht und wie man sieht, das hat echt ganz schön gedampft hier. So, wow, verbrannt. So, gut, der funktioniert erstmal. Ich denke mal, die Nachbarn wundern sich schon, warum das so qualmt. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf diesem Kanal. Ja, wir gucken heute mal in die Völkchen hier rein. Da habe ich schon längere Zeit nicht mehr reingeguckt. Und ja, das wird einfach mal wieder Zeit. Ja, vielleicht ist es dem einen oder anderen aufgefallen, vielleicht auch schon am Ton. Ich benutze ein neues Mikrofon. Wenn ihr dazu auch mal ein Video sehen wollt, dann schreibt mir das mal oder ich mache hier oben mal so eine Abstimmung, falls es den einen oder anderen interessiert. Ich benutze da nämlich ein Funkmikrofon, das von Rode. Und bis jetzt bin ich sehr zufrieden damit oder ich bin sehr zufrieden damit und hoffe natürlich auch, dass das weiterhin so bleibt, diese Zufriedenheit, dass das so, ja, nicht wieder kippt in Frustration. Aber bis jetzt geht das eigentlich. Vor allem das Schöne ist, vielleicht wissen die ein oder anderen Zuschauer, die diesen Kanal ja länger verfolgen, dass ich ja schon so den ein oder anderen Konflikt mit dem Kabel hatte, weil ich hatte vorher auch so ein Ansteckmikrofon, so wie das hier ist, so ein Puschel, aber eben mit nur einem 3-Meter Kabel. Und mit dem, was ich jetzt hier habe, kann ich wirklich gute, ja, 50 Meter um die Kamera eigentlich rumwandern, wenn jetzt Büsche dabei sind, und auf offenem Feld sogar 100 Meter. Ja, jetzt erstmal genug rumgequatscht übers Mikrofon. Wir sehen uns gleich bei den Bienen. Ich ziehe mich nur noch schnell an und dann bis gleich. Ja, so, ich habe mich mal schnell in Schale geschmissen und jetzt gucken wir mal in das Völkchen hier rein. Ich habe jetzt, wie gesagt, schon seit 2 Wochen nicht mehr reingeguckt und bin dementsprechend natürlich recht interessiert oder auch neugierig, wie das hier drin aussieht. Ja, das letzte Mal, wo ich in ein Bienenvolk reingeguckt hatte, das war dort hinten ein Ableger. Das war vor 2 Tagen, recht spät schon am Tag, und da sind die recht aggressiv gewesen. So, und hier gucken wir mal. Hier werde ich auch erstmal sehr freundlich begrüßt. Das ist natürlich alles noch im Rahmen, aber wir geben mal einen leichten Rauchstoß rein, nur um uns mal hier anzukündigen. So, ganz wichtig ist, den heißen Smoker nicht auf die Beuten raufpacken. Ich wollte das schon wieder machen, aber das ist nicht so gut. Habe ich nämlich hier auf einer Beute schon so einen schönen Kringel drauf. So, ja, wie sieht das denn hier aus? Wir haben hier, oh, irgendwo versucht mich eine Biene zu stechen, na gut. Ja, wir haben hier schon gut angetragene Waben. Ich mache jetzt einmal die Spritzprobe. Wir haben hier ja keinen frischen Nektar, das ist schon ein bisschen älter. Also es kommt wohl nicht mehr allzu viel rein, das finde ich immer schade. Aber wir gucken nochmal, nehmen nochmal eine Wabe aus der Mitte. Ich finde das ganz interessant. Ich habe den Kasten noch nicht mal ein paar Minuten auf und schon kommen die ersten Wespen an. Also die Wespensaison ist voll im Gange. So, hier haben wir ein sehr schönes Brutnest. Genau, ich hatte nämlich hier das Absperrgitter rausgenommen. Und hier darf die Königin auf 2 Bruträumen arbeiten. So, und das ist natürlich jetzt eine ganz schöne Arbeit, diese Bruträume durchzugucken. Ich werde das jetzt schnell machen und wenn irgendwas Neues ist, melde ich mich bei euch wieder. Ja, hier kann man zum Beispiel an der Wabe schon sehen, dass sie hier wieder fleißig sind am Honig eintragen. Das sieht ganz gut aus, weil vor, ja, 2 Wochen, 3 Wochen hatte ich ja noch ein Video gemacht, wo ich gesagt habe, dass das hier mit dem Volk nicht losgeht. Aber scheinbar passiert jetzt hier doch ein Umschwung. Und wie wir hier auch sehen, wir haben hier ein schönes Brutnest. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Ja, mal gucken, wie stark das Volk jetzt hier ist. Ich werde das jetzt einmal durchgucken. Und wenn man hier jetzt zum Beispiel schon sieht, also wenn man immer sowas schon sieht, dann weiß man eigentlich, dass das Volk hier sehr gut oder jetzt sehr stark ist, die Königin, dass sie sehr schön in Eilage ist. Das ist eigentlich immer, ja, sehr erfreulich, finde ich, wenn man sowas dann sieht.
So, hier kann man nämlich auch wieder schön sehen. Ja, also ich weiß nicht, ob die Kamera das so gut einfangen kann, aber hier haben wir schönes Brutfeld oder ein frisch angelegtes Brutfeld. Und was mir auffällt ist, dass das eben halt erst hier anfängt. So vier Waben. Und mehr ist hier eigentlich auch nicht mit dem Brutnest. Dann haben wir oben vier Waben, hier vier Waben, also acht Waben, vielleicht neun Waben, die mit Brut besetzt sind. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Aber eigentlich, wenn ich jetzt ein Absperrgitter hätte, würde ich das lieber einzagig führen. Geht ja jetzt in diesem Fall nicht, weil ich keine Absperrgitter habe. Aber einzagig hat man eben halt nicht so viel Durchwühlerei und kann das Volk eben halt besser kontrollieren. Deswegen habe ich am liebsten meine Völker eben halt einzagig. Also einzagigen Brutraum. Nicht falsch verstehen, sondern das handelt sich jetzt hier nur um Brutraum. Sonst habe ich hier die Völker auch zweizagig oder so. So, und hier auf der letzten Wabe haben wir die Königin von diesem Jahr. Die ist noch gar nicht so alt. Und sie krabbelt jetzt hier schön und sucht neue Brutflächen oder leere Zellen, wo sie eben ihre Brut reinpacken kann. Da nochmal schön zu sehen. Ein schönes Tierchen. Ja, gut, wir machen das jetzt erstmal hier wieder rein und zu. Und ich finde das ganz interessant, dass sich das jetzt hier doch langsam entwickelt. Wie gesagt, jede Königin ist ja unterschiedlich. Und hier hat das eben halt ein bisschen länger gedauert, bis sich die Königin hier richtig entwickelt hat. Ja, so sieht das jetzt aus hier mit dem Volk. Es befindet sich schon ganz gut Brut drin. Es könnte natürlich immer noch ein bisschen besser sein, aber wir lassen das jetzt so und bis zum Winter hin oder bis zum Herbst wird sich das sicherlich noch schön entwickeln, das Volk. Hier werde ich zwar keinen Honig mehr ernten können, muss ja auch nicht sein. Ich bin schon zufrieden, wenn das Volk vernünftig dann über den Winter kommt. Darauf kommt es ja an. Man muss ja auch ein bisschen das Volk, sage ich mal, berücksichtigen und kann das ja nicht komplett ausbeuten. Deswegen lasse ich hier den Honig drin und dann gucken wir mal, was noch passiert. Ich meine, wenn die jetzt massenhaft Honig noch eintragen, dann ist das was anderes. Dann kann man noch Honig rausholen, wenn das zu viel ist. Aber ja, wir lassen die erstmal entwickeln. Sich entwickeln. Ach, Deutsch ist schon wieder eine schwere Sprache. Gut, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Hier könnt ihr noch weitere Videos von mir angucken. Und wenn euch die Videos von mir gefallen, könnt ihr mich hier da hinten so gerne abonnieren. Da ist so ein runder Kreis mit meinem Gesicht drauf. Da einfach aufklicken. Gut, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.